schon. Okay. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen im Apple Store München. Wir kaufen gerade für Emre AirPods und ein MacBook. Das war eine sehr, sehr dicke Rechnung. Auf jeden Fall, die Dame hat uns nochmal 30, 40 Euro Rabatt gegeben. Kuss geht raus. Und wir werden heute Burger essen gehen in München. Und zwar den kleinsten Burger Münchens. Viel Spaß im Video. Auf jeden Fall, Emre kauft sich AirPods und ein MacBook. Mein Chef gibt mir einen Laptop aus. Ich gebe dir aus auf mich. Die Rechnung ist auf mich, Bruder. Echt gar keinen Bock auf ihren Job. Aber schlechte Verkäuferin, ich bin ehrlich. Auf jeden Fall muss man sagen, München Apple Store ist ein schöner Laden. Feiere ich auf jeden Fall. Was sagt ihr, Freunde? Schöner Lauder, gell? Schöner Lauder. Ich danke dir für dieses tolle Geschenk. Gerne, Bruder. Immer wieder gerne. So, Freunde, bevor es aber zum Burgeressen geht und zu dem ganzen auch wunderschönen Teil, es gibt noch eine Aufgabe, die ich habe. Und zwar geht es morgen Richtung Bremen aufs Festival. Und ich brauche eine neue Cap. Irgendwer hat auch in die Kommentare geschrieben, kauft dem Jungen eine Cap. So, ey, ich mag diese Cap. Lowlight Studios Cap. Ich liebe diese Cap, falls ihr sponsern wollt oder so. Ich muss eigentlich auch noch einkaufen fürs Festival morgen. Ein Festival-Outfit, gell? Ein Festival-Outfit. Das Wetter ist auf jeden Fall gut. Es hat irgendwie, ich glaube, heute soll es 36 Grad haben oder so. Kleinster Burger, falls ihr euch jetzt fragt, welcher. Wartet ab. Urban Outfit, das starker Laden. Urban Outfit ist auf jeden Fall strammer Laden. Findet man immer was Cooles. Meistens. Das ist das Outfit. Some Festival Vibes. Wenn du so hingehst, Bruder, jeder wird dich fragen, ob du Gras hast. Echt bisschen komisch, hier gibt es nur Pullis und so voll die warmen Klamotten. Aber echt, schau mal her, überall nur Pullis. Das ist es nicht, Leute. Ehrlich nicht, okay? Der Laden ist es nicht, geh mal wieder. Brille abziehen Challenge auf dem Festival. Wir brauchen eine Brille auf dem Festival für dich. Okay. Oh, außer wir finden eine gute heute, dann kaufen wir eine. Okay. Der ist auch ein krasser Schuh, haben aber noch nicht viele gecheckt. Das Salomon. Ist ein geiler Schuh, Bruder. Salomon. Was sagt ihr zu diesem Schuh eigentlich, Leute? Und was ich empfehlen kann, diesen Schuh für die Zuschauer, sehr schön. Diese Schuhe, diese ganzen Modelle, alle cool. Also Snipes war es nicht. Urban Outfitters war es jetzt auch nicht. Jetzt schauen wir Oberpollinger unten rein. Das ist ein Tipp, das ist gut. Da gibt es meistens was. Und da sind wir auch schon. Willkommen bei Oberpollinger. Schön kühl, Alter. Der beste Arbeitsplatz. Ja, Mann. Kauft ihr die? Das soll ich die holen? Was kostet die? 250. Nein, kaufst du nicht. Ja, ich mache mir mal eine Implant. Was sagt ihr zu diesem Modell? Das wäre es eigentlich, bin ehrlich. Für Festival wäre die krass. Aber die sieht ein bisschen feminin aus, finde ich. Naja, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde gerne Trucker-Caps haben, wo hinten dieses Netz ist. Das ist ganz nice. Ich habe zwei Caps gefunden. Das ist zwar zweimal das gleiche Modell, aber andere Farben. Das wäre einmal das hier. Sieht fast genauso aus wie die Cap von gerade eben. Und dann einmal blau. Könnte man auch rocken. Was sagt ihr? Ich finde, die sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Ich bin am überlegen, ob ich die gar nicht nehme. Die auch nice, aber Problem ist, die sind zu hart geknickt vorne. Das sieht einfach blöd aus. Wie soll ich das? Sehe ich nichts mehr. 30 Euro, verstehst du? Kriegen wir noch ein bisschen Prozente? Passt. Also Emre hat auf jeden Fall hier einen Overall gefunden. Vielleicht fürs Festival. Er sagt, der ist für Männer. Wir werden gleich sehen, ob der für Männer ist. Oh, hier gibt es nur Männer. Okay. Auch wenn ich mittlerweile glaube, dass es nicht mehr für Frauen ist, hoffe ich irgendwie, dass es für Frauen ist, weil dann wird es jetzt lustig. Seid gespannt, wie das gleich aussieht. Eine Ewigkeit später. Komm raus. Nein, Mann. Zeig einfach her. Bro, ich krieg's nicht mal zu. Egal, mach so weit zu, wie es geht. Komm raus. Bruder, das sieht aus wie Bob, der Baumeister, türkische Version. Ich versuche mal, nur mal größer. Sieht aus jetzt ein Camel Toe. Du hast die Chucks mein gekauft? Mein Chef hat mir jetzt hier eine neue Tasche gekauft. Aha. Herschel, der Herschel. Rucksack gekauft, schwarze Chucks. Die zeige ich euch auf dem Festival-Video und diese Cap habe ich mir gekauft. Die trage ich jetzt auch. Mach die da rein. Die Cap, muss ich ehrlich sagen, 10 von 10. Kuss geht raus. Er ist der beste Verkäufer. Geht alle zu ihm. Er berät euch, er empfiehlt euch und er ist immer ehrlich. Ich küsse sein Herz. Back in my bag, yo. Conscious. So, Freunde, Shopping-Tour ist vorbei. Wir gehen jetzt den kleinsten Burger Münchens essen. In einem sehr coolen Restaurant.
und zwar in einem kleinen Floh. Schauen wir mal, was die Burger so können. Trucker Caps sucht auch in München, für die Leute, die aus München sind, hier bei Kicks, glaube ich, findet man auch welche. Ich bin aber jetzt gut mit meiner, die ich habe, und ja, die trage ich jetzt wieder 10 Jahre, bis jemand in die Kommentare schreibt, kauft ihm mal eine neue Cap. Du warst doch vor ein paar Jahren, ich habe das kommentiert, aber das hast du nicht beantwortet. Du hast doch mal auch Yu-Gi-Oh! Gezockt. Ich? Ja, ja. Nein. Oh, safe, Mann. Doch, doch, kann mich ja nicht erinnern. Nein, Bruder. Gar nicht? Nee. An alle Leute, die mich auf der Straße sehen, ich habe immer Zeit, kurz zu quatschen, dies, das. Kuss geht an euch alle raus. Aber Leute, ich muss euch enttäuschen, ich bin leider nie Yu-Gi-Oh! Pro gewesen. Aber vielleicht werde ich es noch. Auf jeden Fall müssen wir warten, bis wir hingesetzt werden. Hi. Hi. Kurze Frage, können wir draußen zu zweit einen Platz haben? Wir draußen zu zweit gleich hier, ja. Bitte. Super, danke. Also auf jeden Fall, es gibt Menüs. Ja. Dann kann man auch die Mini-Burger einzeln bestellen. Genau. Dann gibt es Beilagen, Standard, Portion und noch Dips. Okay, also wir haben Mini-Burger, die sind ungefähr so groß. Ja. Und wir haben 4 verschiedene Menüs mit 2, 3, 6 oder 10 Mini-Burgern. Da einfach ankreuzen, welches Menü ihr haben wollt. Ja. Und die ganzen Burger sind in der Karte dahinter erklärt. Mhm. Da einfach durchschauen, was euch zusagt, und dann entsprechend des Menüs die Anzahl an Burgern ankreuzen. Ich stehe auch immer dabei, wie viel Beilagen und Dips ihr auswählen. Kann man sagen, dass eure Burger die kleinsten Burger Münchens sind? Wahrscheinlich schon, ja. Okay. Auf jeden Fall gibt es dann hier noch extra eine Getränkekarte. Die Dame hat uns gerade eine kleine Einweisung gegeben. Es ist ein süßer Laden. So, die Karten sind auch besonders klein. Schau mal, das ist die Getränkekarte. Willst du mich verarschen? Die Stifte sind klein. Ich schwöre, die Stifte sind klein. Dann eine Beilage. Wenn du die Flo-Beilage nimmst, ist so groß wie dieses Glas. Auf jeden Fall müssen wir ein Flo-Menü wählen. Wir nehmen 6 Slider. 6 Mini-Burger plus 2 Lagen, 2 Dips. 24,90. 2 Lagen oder Beilagen? 2 Beilagen. Und dann kann man hier noch auswählen zwischen 16 verschiedenen Burgern. Das ist wirklich crazy. Es gibt vegetarische Burger. Und es gibt... Die sind auf Kategorien aufgeteilt. Ja, Mann. Kategorie 1 inklusive, Kategorie 2 je 50 Cent mehr und 1 Euro mehr. So. Dann such dir mal 3 aus. Mach einfach mal Italian Mozzarella. Mhm. Warte, warte. Nee, der ist Veggie. Nee. Veggie. Wir haben Flo für 2 genommen. Wähle 6 Mini-Burger. 2 Beilagen, 2 Dips. Dann haben wir einmal Hamburger, Kimichurri Ham, ein Italian Mozzarella, 2 Cheeseburger, ein Korean Japanese Fusion, Flo's Pommes, Mixed Greens, Hot Barbecue. Das war Emre, will ich nur festhalten. Barbecue-Soße, bodenlos. Und ein helles. Paulaner Spezi. Das ist Paulaner Spezi. So, dann habe ich auch schon die Burger für euch. Ui. Dankeschön. Was ein Zufall, kraftig zu sehen. Oh. Alles gut, Bro. Ja, Bro. Wir haben auf jeden Fall den kleinsten Burger Deutschlands. Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, der kleinste Burger Münchens. Aber in Titel werde ich schreiben, der kleinste Burger Deutschlands. Auf jeden Fall, wir haben 2x Cheeseburger. Ich habe es eh gerade erklärt, ich habe schon wieder vergessen. Das hier ist die Korean Japanese Fusion. Wir haben, genau, passt, die Erklärung. Pommes Test als erstes. Ich? Was sagst du? Die Pommes sind echt gut. Können noch ein bisschen mehr gesalzen sein. Ich mag es ein bisschen salzig auch. Ja. Klingt gut. Mhm. Kann man nicht sagen. Sorry. Okay. Was ist Soße dazu? Hä, hey, stimmt, wo sind unsere Dips? Ja, Mann. Auf jeden Fall, Freunde, wir fangen natürlich an mit dem Cheeseburger. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Senf, Cheddar Cheese, kleines Patty, oh, eine Gurke, Salat, Tomaten. Sieht nach einem strammen Cheeseburger aus, kann man nicht sagen. Wie viel Bissen schaffst du denn? Mit einem locker. Doch, kann was. Vielleicht finde ich nicht schlecht. Das ist ein strammer Cheeseburger eigentlich. Gut, aber halt, also eigentlich bin ich nicht so Fan von Senf, aber es passt irgendwie schon. Es ist halt bei Senf ist so, du musst Senf und Ketchup mischen, damit du einen klassischen Cheeseburger hast, wie der McDonald's Cheeseburger. Ich muss halt sagen, ich glaube, das Brot ist nicht so der Hit, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, ist ein bisschen trocken. Weißt du warum? Weil es lange hier steht schon, du musst gleich essen. Niemals, Bro. Doch, Bro. Du musst das Brot zerlegen. Ist gut, es ist nicht schlecht, es ist gut. Das Fleisch ist überragend, finde ich, feiere ich. Die Gurken und so ist geil, kann man auf jeden Fall machen. Aber wie findest du grundsätzlich das Konzept von so kleinen Burgern? Geil. Feierst du? Absolut. Dann kannst du nämlich 3-4 verschiedene essen. Ja, gerne. Dann hast du nicht einen so einen fetten Burger. Oder wollte ich draußen? Wie war der Burger? War gut, bis auf den Asian Fusion Burger. Aber ich weiß nicht, irgendwie das Ketchup fand ich nicht so geil. Das ist hausgemacht. Da war ich doch so eine
so eine Essignote drin. Er war ganz okay, aber der andere Burger war geil mit Süßer, der war sehr, sehr geil mit Trüffel. Findest du Loco Juice? Ehrlich? 7 von 10. Loco Juice, ich finde ihn schon gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich ja getäuscht, weil die Sache ist, Bruder, was willst du bei dem Saft viel besser machen? Was war das? Taikari. Chimichurri. Chimichurri. Ja. Was ist da drin? Weißt du nicht. Egal, passt. Indischer das? Burger. Er streit schon wieder mit dem Burger. Der schaut irgendwie gesund aus, so viel Grün wie da drin ist. Das ist, glaube ich, so eine Art Petersilie, Dick. Petersilie. Ist gut. Ich finde, es gibt ein bisschen so diesen Köfte-Geschmack mit der Petersilie, Digga. Ja? Ja, man, probier mal. Ja, ich riech schon nach Köfte. Ich wäre richtig Köfte. Ja, dadurch, dass du Köfte eigentlich immer mit Petersilie isst, geht es schon in die Richtung. Ich finde das Fleisch ein bisschen trocken. Das ist alles ein bisschen, ist alles ein bisschen trocken. Ich muss sagen, die Größe ist geil. Wir müssen eine Sache ausdiskutieren. Der Burger, der könnte deutlich besser sein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, der Burger ist trotzdem gut. Also wenn du so zwischendurch... Chill doch mal, Alter. Der hat so eine gewisse trockene Note. Das Fleisch, das Brot, aber trotzdem finde ich sie gut. Muss ich ehrlich sagen. 3,20 Euro, Bruder. Ein Burger. Ein so einer, ja. Aber wir haben ein Menü genommen. Das ganze Menü jetzt kostet 25 Euro und die Getränke halt extra. Okay, sagen wir, du hast 3 Burger bestellt, dann bist du bei knapp 10 Euro. Ja, okay. Ein Getränk, 13, 14 Euro und dann hast du... Denkst du, 3 kleine Burger machen dich so satt wie ein großer? Kommt drauf an, wie groß, aber ich denke, ja. Ist das der Asia Fusion? Ja, ja. Was ist? Der ist echt nicht so besonders. Da ist, glaube ich, Kraut mit drin. Sellerie, oder? Irgendwie ja. Sowas. Ja. Ja, ich wie es ist. Durch dieses Brot durchzukommen, man, das ist echt gut trocken. Das Bier, das war nicht mit dir. Sonst geschmacklich passt es wirklich. Um jetzt wirklich rauszufinden, ob die Burger gut sind oder nicht, muss man einen Hamburger essen. Hamburger. Und dann sieht man, ob das juicy ist. Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Kuss geht raus, kleiner Flo. Wenn du groß bist, ruf mich wieder an. Vegane Mayo, auch kritisches Thema. Hättest du nicht gewusst, dass die vegan ist? Oder wenn du die jetzt probierst, du wirst merken, weil ich habe gute vegane Mayo schon gegessen. Gut, die ist nicht gut, Bruder. Das schmeckt einfach nicht nach Mayo. Also die vegane Mayo ist nicht gut, weil ich habe schon wirklich gute vegane Mayo gehabt. Aber ich muss sagen, die Burger, ich feiere sie, muss ich ehrlich sagen. Ich feiere die. Die kann man machen. Die Pommes, die kann man arbeiten, ne? Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, der Laden ist von innen auch ziemlich cool. Zeige ich euch jetzt am Ende einfach. Die Küche, man sieht, die machen das Brot selber, das Fleisch. Weiß ich nicht, aber es hat alles sehr frisch geschmeckt, sehr gut. Ich finde, das Brot könnte man natürlich ein bisschen besser machen, aber es war alles gut. Es ist ein Laden, ich empfehle den weiter. Und die bieten Kaffee an, die bieten noch Nachspeisen ein, also ist ein super süßer Laden. Kuss geht raus, die haben mich auch alles filmen lassen und so. Super nettes Personal, feiere ich auf jeden Fall diesen Laden. Um ein gutes Endresümee für diesen Laden, für diesen kleinen Flo zu finden. Ich persönlich, ich würde euch den Laden weiterempfehlen, nur wenn ihr nicht wirklich mit hohen Erwartungen kommt, dass ihr sagt, hey, ihr möchtet einen überkranken Burger mit dem geilsten Brot und dem geilsten Fleisch. Das Fleisch, muss ich sagen, war wirklich, würde ich sogar noch sagen, das Beste an dem Burger. Das Brot hat mich nicht ganz überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Genau. Und genau, ich habe alles gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Was sagt ihr? Yalla. Shivas. Es war okay. Du? Also, wenn man mal hier vorbeigeht und einen kleinen Snack haben will, ist okay. Wenn man einen großen Snack haben will, wo kann man da hingehen? Five Guys. Five Guys. Five Guys. Noch nie hat jemand Five Guys so betont wie er. Five Guys.